Hallo liebe Leute, ich bin wie immer der Callcenter-Crasher. Heute mit einer Firma, die mangels fehlender Intelligenz und sprachlicher Kompetenz 5 Anrufe gebraucht hat, um am Ende dann doch zu keinem Ergebnis zu kommen. Unglaublich, dass diese Gestalten echt glauben, in Deutschland betrügen zu können. Hört es euch selber an und wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Ja, hier ist Lilly Schmidt vom Qualitätskontrollabteilung. Sie haben sich auf unserer Plattform registriert. Deshalb Profession. Ja. Und Okay, haben Sie auch. was hat das mit Qualitätsabteilung von welcher Plattform? Ja, das heißt Vens Capital. Unsere Plattform heißt Wie heißt die? Vens Capital. Bitte? Können Sie das mal buchstabieren? Wenn's, ja, VENZ. VE wie Emil, Nordpol und Zeppelin. Okay. Richtig oder Wenn's nicht? Kapital. Bitte? Richtig, ist das richtig? Viktor, Emil, Nordpol, Zeppelin. Nein, nein. Ja, dann buchstabieren Sie doch mal richtig. Bitte, ich kann nicht verstehen. Können Sie das wiederholen? Sprechen Sie kein Deutsch? Nein, ich lerne Deutsch. Mein Deutsch ist nicht gut. Ja Ich gut, lerne dann sind Sie Deutsch. ja da jetzt genau am Telefon an der richtigen Stelle mit Deutschen zu telefonieren, wenn Sie gar kein Deutsch verstehen. Ja, ja, mein Deutsch ist nicht gut, Herr Freimaut. Okay? Ich So. rufe von London. Ja Ja. gut, aber ich weiß ja immer noch nicht Ihre Webseite. Okay, das ist Vens Kapital. Sie haben einen Artikel im Internet Buchstabieren gesehen? Sie das doch bitte mal, damit ich mir Ihre Ja, Webseite V. ansehen kann. Ja, ich habe schon Ruhig buchstabiert. bleiben, ruhig V. bleiben. So, jetzt V. Ja. VENZ. Ja, habe ich doch. Wenn, Das habe ich doch, ja, genau das habe ich gesagt. Kapital. Das habe ich genau gesagt. So, Kapital Englisch oder Deutsch geschrieben? Das ist Englisch. Also mit C. Hallo. Hallo, ja. Ja, ich habe gefragt. Vens Ja. Capital und weiter? Ja, das heißt Wenn. Kapital, das ist für Heil. Ja, und .de, .com. Okay, Website, ja? Ja, das sagte ich. .com. Okay. Gut. Ja. Okay, Sie haben in unserer Plattform registriert. Deshalb rufe ich an, Herr Freimuth. Okay? Wann hatte ich mich da registriert? Warte Sie bitte. Hallo. Ja, in diesem Monat. Ja, in diesem Monat. Nee, das muss ich ja genau. Wann denn? Der Monat ist ja noch nicht lang. Wir haben doch gerade erst den 4. Ja, aber wir haben Informationen unter Name Justus Freimuth, okay? Ja, und ich habe gefragt, wann ich mich da Deshalb rufe registriert ich an. und ich habe gefragt, wann ich mich da registriert habe. Okay, aber Sie haben einen Artikel im Internet gesehen und sich Hallo, registriert. Ja. wann habe ich mich da registriert? Ja, ich sage, wie in diesem Monat, Herr. Ja. In diesem Monat. Und wann in diesem Monat? Okay, ich muss das verifizieren, okay? Ja, dann machen Sie. Okay. So, sie wollte das verifizieren. Aber scheinbar hat das so viel ihrer Intelligenz verbraucht, dass sie plötzlich nicht mehr wusste, wie man telefoniert, und sie hat einfach aufgelegt. Am folgenden Tag kam der nächste unfähige Anruf. Den hört ihr jetzt. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr.
Hallo. Hier ist Pristina Fernando von der Qualitätskontrollabteilung des Finanzmarktamts. Heute Wen haben wollen Sie wir denn eine sprechen? Aktion laufen. Wie bitte? Wen wollen Sie denn sprechen? Hallo. Hallo, hier ist Pristina Fernando von der Qualitätskontrollabteilung. Nochmal die Frage, mit wem möchten Sie denn sprechen? Ich spreche für Herr Justin. Bitte? Herr Freimuth? Ja, das bin ich, Das Herr richtig. Freimuth? Ja. Ja, okay. So, Sie haben Interesse an einem Handelskonto gesiegt. Und Sie haben in unserer Plattform registriert. So, das ist eine gute Chance für Ihnen, in unserer Plattform zu investieren. Auf Okay, welcher Plattform denn? Ich habe mich auf mehreren Herr? Plattformen registriert. Welches ist jetzt Ihre? Sie haben in unserer Wealth-Capital-Plattform registriert. Okay, Herr? Nee, weiß ich nicht. Können Sie das mal buchstabieren? Das ist sehr schlecht zu verstehen. Es ist sehr laut bei Ihnen. Da wird so rumgeschrien und die laute Musik. Sie haben in unserem Wealth-Capital-Plattform registriert. Ja gut, können Sie das mal buchstabieren, weil es ist schlecht zu verstehen. Ihre Plattform einmal Okay, buchstabieren. okay. V Ja. E N Z. Wenn's. Okay? Und Ja. weiter? V E N Z. Ja, wenn's. Und weiter? Hallo? Hallo? V-E-N-Z, okay? Ja, und weiter? Ich möchte Ihre Plattform wissen. Die Plattform heißt nicht doch nicht nur Wenz. Hallo, was ist denn los mit Ihnen? Hallo? Hallo? Ja, warum sind Sie denn immer Hallo? weg? Ich habe gesagt, okay, das ist Wenz-Kapital-Plattform, okay? Ja, und Verstanden Sie? buchstabieren Sie das bitte mal, weil es sehr schlecht zu verstehen ist. Das ist V-E-N-Z. Ja, und weiter? Hallo? Ihr Telefon kaputt? Ich habe gesagt, okay, das ist Wenz, V-E-N-Z, okay? Ja, und dann muss es doch weitergehen. Ich möchte Ihre Plattform wissen. Ihre Plattform heißt ja nicht nur. Ach. Diese Betrügerin hatte offenbar noch weniger Gehirn. Zu mehr als vier Buchstaben reichte ihre Buchstabierkunst nicht aus. Mal sehen, ob der nächste Anruf besser wird. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Ja, hier ist Diana Müller von Qualitätskontrollabteilung. Ja? Wer ist da Guten bitte? Tag. Diana Müller von Qualitätskontrollabteilung. Qualitätskontrollabteilung. Von welcher Kontrolle, von welcher Qualität reden Sie? Ja, ich bin Ihre Kundenberaterin, okay? Ich rufe Sie an, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Okay, Sie haben sich auf unsere Plattform registriert für Handeln, Herr. Deshalb habe ich Sie angerufen. Welche Firma sind Sie jetzt? Ja, unsere Firma heißt Wenz Kapital. Aha. Heute haben wir eine Aktion laufen. Das ist eine gute Chance für Ihnen, in unserer Plattform zu investieren. Okay, Sie bekommen heute 30% Bonusbetrag, wenn Sie mit uns registrieren. Okay, Herr? Ja, Frau. Ich würde
Ja, ich würde Ihnen helfen, Ihr Handeln aktivieren. Mit. Dazu möchte ich etwas fragen, Hallo ja? Frau, mit wem wollen Sie denn Ja? sprechen? Ja, Sie haben diese Nummer richtet auf unsere Plattform für Handeln. Hallo, Frau, verstehen Sie? Das Ihre Handynummer? Hallo, verstehen Ja, Sie? ist das Ihre Handynummer? Hallo, hallo, mal Ja. zuhören. Mit wem wollen Sie sprechen? Hier im Haushalt wohnen mehrere Personen. Okay. Können Sie mir sagen, ist das Ihre Handynummer? Mit wem wollen Sie bitte sprechen? Mit diesem Nummer haben Sie Mit auf welchem unsere Namen? Mit Plattform registriert. welcher Person möchten Sie sprechen? Wie ist der Name dieser Person? Ja, Herr Freimund. Ah, ja gut. Das finde ich richtig. Okay. Ja. Okay, ich würde Ihnen helfen, Ihr Handelkonto zu aktivieren, ja? Dazu möchte ich etwas fragen. Ja, erstmal Haben möchte Sie er. Erfahrungen mit Handel? Ja, habe ich. Bitte? Okay. Wie lange ist es? Wie lange ist was? Bitte? Hallo? Verstehen Sie kein Deutsch? Ja, ich verstehe, aber ich nicht gut hören. Ich kann nicht gut hören. Können Sie? Oh, wenn Sie schlecht hören, dann ist es doch hervorragend, um am Telefon zu arbeiten. Wenn Sie ganz schlecht Deutsch können und dann auch noch schlecht hören, wollen Sie sich ein Hörgerät kaufen? Ich kann Deutsch. Ja, ich kann Deutsch her. Ich kann Deutsch, Ich ist sicher. kann Deutsch, Nicht Herr. verstanden. Sie kann denn nicht Deutsch, Frau. Können Sie mir sagen, wie lange ist es? Wie lange ist was? Wie lange Sie schon kein Deutsch können, weiß ich nicht. Erfahrungen mit Handeln. Wie lange ist das? Das geht Sie doch gar nichts an. Haben Sie es allein oder mit einem Berater gemacht? Auch das geht Sie nichts an. Bitte? Ah, nichts verstehen, Frau? Sie haben sich auf unsere Plattform registriert, ja? Das kann durchaus sein, Können Sie mir richtig. sagen? Ja, deshalb frage ich. Ja, und aber das geht Sie doch gar nichts an. Haben Sie es allein oder mit einem Berater gemacht, Das habe ich Herr? gerade schon mal beantwortet. Das geht Sie nichts an. Was sind Sie von Beruf? Das geht Sie auch nichts an. Was sind Sie denn von Beruf? Ja, ich möchte wissen. Ja, ich möchte auch Denn Sie wissen, haben auf was unsere. sind Sie denn von Beruf? Das ist mein Beruf. Eben, was ist denn Ihr Beruf? Das ist mein Beruf. Was Ihre ist denn? Kontoaktivierung. Das ist Ihr Beruf, Ihre Kontoaktivierung. okay. Das ist mein. Ja, das ist mein Beruf. Und was ist das für ein Beruf? Musste man das lernen? Ja, wollen Sie Ihre Konto Welche aktivieren Ausbildung oder haben nicht? Sie denn? Welche Ausbildung haben Sie denn in Ihrem Beruf? Ja, ich lerne Deutsch. Das ist Ihr Beruf. Sie lernen Deutsch. Das ist Ihr Beruf. Deutsch lernen. Nein, mein Beruf ist Ihre Kontoaktivierung. Ja, Sie haben doch gerade gesagt, Sie lernen Deutsch. Das ist Ihr Beruf. Bitte? Ah, Sie lernen nicht gut Deutsch, ne? Ja, ich lerne Deutsch, ja? Nein, ja, Sie sprechen aber kein Sie können Deutsch. verstanden, ja? Nein, könnte ich Sie können nicht. verstanden, Nein, ja? könnte ich nicht. Nein, kann ich nicht, Frau. Was verstanden Sie nicht? Alles, Frau. Alles, ja? Weil du schlecht sprechen Deutsch. Ja, ich lerne Deutsch. Ja, aber du sprichst nicht Deutsch. Was ist deine Muttersprache? Warum?
Ja, weil du die wahrscheinlich besser sprichst. Vielleicht spreche ich ja dieselbe Muttersprache. Herr, ich möchte wissen, Frau, ich möchte auch wollen Sie wissen. Ihre Ich möchte auch Handelsflotte wissen, Frau. aktivieren oder nicht? Frau, du Können Sie mir verstehen? sagen? Frau, du Ich habe verstehen? viel Arbeiten. Ich habe viel Ich Arbeiten, ja? habe auch viel Arbeiten. Okay, können Sie mir sagen, wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren oder nicht? Natürlich. Aber ich möchte jemanden sprechen, der Deutsch spricht. Ah, okay, warten Sie bitte, ja? Natürlich. Hallo, Frau. Ja, warten Sie bitte her. Warum Warten Sie warten? bitte. Warum warten? Ich gebe meiner Kollegin, ja? Ich gebe meiner Kollegin. Ja, wie lange dauert das? Eine Minute. Eine ganze Minute. Hallo. Hallo, Hallo. Herr Freimuth. Ich bin Lilly Schmidt. Vom Qualitätskontrollabteilung, ja. Ach, schon wieder die Qualitätskontrollabteilung. Ja, Was macht denn eine des Qualität? Finanzmarkts. Was? Ja. Ah, die Qualitätskontrollabteilung des ganzen Finanzmarktes? Ja. Wie groß ist denn der Finanzmarkt? Qualitätskontrollabteilung des Finanzmarkts, ja. Ja. Okay. Bitte? Okay. Hallo, ja. Okay, Sie haben auf unserer Plattform registriert, deshalb rufe ich an heute. Okay? Okay. Möchten Sie unsere Pakete aktivieren, Herr Freimuth? Ich weiß ja doch gar nichts über Ihre Pakete. Erzählen Sie doch was Ah, über Ihre okay, ich Firma. erkläre Erzählen Sie erst mal was über Ihre das. Firma. Unsere Firma. Ja, unsere Firma heißt Venskapital. Sie können Google, im Google schauen. Buchstabieren Sie doch Unsere einfach mal. Plattform, Venskapital. Buchstabieren Sie doch Okay, einfach mal. V, Ja. bitte, ja, Ja. V, E, N, Z, W, Kapital. Ja, buchstabieren bitte. C, A, P, I, T, A, L. Ja, Okay. wenskapital.de. Kapital, ja, Sie können das gut. .de.com. .com. .com. Na also, geht doch. Okay, ich erkläre unsere Paketen, okay? Nee, über Ihre Firma möchte ich was wissen. Unsere Firma heißt Westkapital, eine Handelsfirma, okay? Sie haben auf unserer Plattform registriert, deshalb rufe ich an. Ja, aber erzählen Sie doch etwas über Ihre Ja. Firma. Ja, okay. Wir geben zwei Dienste mit unseren Paketen, Ja, übrigens, Finanzberater und hallo, AI-Software. hallo, hallo. Okay? Ja, bitte. Ihre Webseite wenscapital.com, die gibt es nicht im Internet. Sie können, bitte? Wir sind eine Online-Handelsfirma. Okay? Sie haben eine Art Limit. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Okay, möchten Sie diese Kontoaktivierung Ja, machen? ich habe gerade gesagt, Ihre Webseite, die Sie buchstabiert haben, wenscapital.com, die existiert nicht im Ja. Internet. Warten Sie bitte, okay? Warten Sie bitte. Hallo. Hallo, Herr Freimuth, haben Sie das gefunden? Was Yes? habe ich gefunden? Nein?
unserer Firma? Die Okay, bitte sagen Sie Internetseite, bitte. ich Möchten sag's nur, Sie diese Partei hallo, motivieren oder nicht? hallo, hören Sie Na, mich? bitte, ja. Die Seite ventscapital.com gibt es nicht im Internet. Wir sind eine Online-Firma. Es gibt Was möchten keine, Sie wissen über verstehen das Sie Deutsch? Firma? Verstehen Sie Deutsch? Bitte? Sie verstehen kein Deutsch? Ich lerne Deutsch. Ich bin Studentin. Ja, aber sehr schlecht, Das ist weil, ein. Ich bin nicht hallo, Native von hallo, Deutschland. hallo. Ja. Möchten Sie diese Foto aktivieren oder nicht, bitte? Einfach mal zuhören. Ist das möglich? Ja oder nein? Ja, bitte. Also, Sagen Sie bitte. Ihre Ja, Seite, Ihre bitte. Seite. Fallen Sie mir nicht dauernd ins Wort. Hören Sie einfach mal zu. So, still jetzt. Jetzt zuhören. Ihre Seite, die Sie buchstabiert haben, ventscapital.com, die existiert nicht im Internet. Jetzt dürfen Sie antworten. Na los, jetzt antworten Sie doch. Bitte? Verstehen Sie irgendein Wort von dem, was ich sage? Okay, bitte sagen, das ist mein Zeit. Bitte sagen, möchten Sie dieses Hallo, Konto haben Sie aktivieren irgendwas oder nicht? verstanden? Haben Sie Sie haben auf unsere Firma Hallo, registriert, deshalb haben rufe ich Sie an. irgendetwas verstanden von dem, was ich gesagt habe? Um mal für Sie zu antworten, nein, sie hat nicht ein Wort verstanden von dem, was ich sagte. Sie hat einfach aufgelegt. Nun, im dritten Anruf haben wir zumindest herausgefunden, wie die Webseite heißen soll, auf der ich mich angeblich angemeldet habe. Da frage ich mich natürlich, wie ich mich auf einer Webseite angemeldet haben soll, die im Internet gar nicht existiert. Die haben also meine Daten gekauft und sind scheinbar zu dumm, um daraus Profit zu schlagen. Mal sehen, ob wir im nächsten Anruf mehr erfahren. Was wir in jedem Fall erfahren, ist, dass die sich einen zweiten Datensatz mit meinen Daten gekauft haben. Leider habe ich die Aufnahme etwas zu spät gestartet, daher starten wir direkt im Geschehen. Das ist Festnetzrufnummer. Aber Ihr Name ist Stefan Meyer, ja? Das ist richtig, aber es ist keine Handynummer. Was ist dann? Sie verstehen kein Deutsch, richtig? Ja, ich verstehe, aber mit diesem Handynummer, Sie haben Ich, registriert für es Handel. ist keine Handynummer. Okay, Ihr Name ist Stefan Meyer, ja? Ja. Okay, Sie haben registriert für Handel, Herr. Richtig, auf welcher Webseite? Spot.com, das ist so. Das ist Ihre Firma oder welches ist Ihre Firma? Ja, unsere Firma heißt Vents Kapital. Okay, dann gehen wir doch mal ins Internet und dann schauen wir uns das mal an. So, Vents Capital, wie wird das geschrieben? Okay, Sie können googeln, ja? Nein, ich möchte gerne, dass Sie mir die Internetadresse nennen. Sagen. Wenn Kapital. Ja, buchstabieren. Buchstabieren Sie bitte. Okay. Ja. Und los. Ja, V Ja. V E N Ja, weiter. Is it? Bitte was? Esel? Hallo. Ja, Z. Ah ja. Was? Z V. A Hallo, langsam. V-E-N-Z. Und Ja, weiter? nochmal, okay? Nochmal. V E N Z C A Okay? Ja, weiter.
Ja. I Ja. T Ja. A Ja. L. Und weiter? Punkt.de? Ja, das ist alles, wenn's Punkt Kapital. Punkt.de oder Bitte? die Domainendung hätte ich gerne gewusst. Punkt.de, Wenn's Punkt.com, Kapital her. Punkt.de, Punkt.com oder Punkt.com. ah, na also, geht doch. So, dann haben wir das doch. Ja. Ja, ich guck gerade mal, ich versuche den mal zu öffnen. Nee, die Seite wird gar nicht gefunden. Es gibt keine Sie Seite. haben registriert, ja? Hallo, hören Sie? Ich habe gerade versucht, Ja. hören Sie doch mal zu. Ich habe gerade versucht, diese Internetseite, die Sie buchstabiert haben, zu öffnen. Die gibt es nicht, diese Seite. Sie haben nicht registriert? Sie verstehen kein Deutsch. Es gibt keine Internetseite wenscapital.com. Ja, warten Sie bitte, ja? Hallo. 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 Aufwachen. Aber Herr, Sie haben registriert. Hallo, ich kann mich da nicht registriert haben. Es gibt keine Internetseite wenscapital.com. Gibt es nicht. Ja, haben, Da haben. verstehen Sie eigentlich kein Deutsch? Haben Sie jemand, der Deutsch Ja, ich spricht? könne. Nein, Sie Ja, verstehen. Nein, ich können Sie kann, nicht. Herr, Sie okay? können nicht. Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Was habe ich gerade gesagt? Aber Sie haben Was habe nicht ich gerade auf gesagt? unsere Was Plattform habe ich gerade registriert. gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Okay. Können Sie Was? mir sagen, ohne seine Informationen? Bitte was? Ich habe gerade Ohne seine gefragt. Informationen, Hallo, mir hallo, rufen hallo, Sie nicht. Okay? zuhören, hallo, zuhören. Okay, Also, sagen Sie höre, bitte. ja, gut. Was habe ich gerade gesagt zu Ihnen? Bitte? Sehe ich, Sie verstehen gar kein Deutsch. Was habe ich gerade zu Ihnen gesagt? Sie haben registriert auf unsere Plattform Hallo, Wenns ich habe Kapital. gefragt, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Sie verstehen gar kein Deutsch. Hallo. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Okay. Wollen Sie Haben Ihre Sie jemanden, der Handelskonto Deutsch spricht? aktiviert Haben oder Sie nicht? Ich möchte wissen, Hallo? wollen Sie Ihre... Hallo? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Sie sprechen kein Deutsch. Ja, warten Sie bitte, ja? Ja. Ich gebe meinen Kollegen, okay? Du wirst dein eigener Kollege. Hallo, hallo Herr Mayer. Ich bin Lilly Schmidt vom Qualitätskontrollabteilung. Ja, dann kontrollieren Sie bitte mal Ihre Mitarbeiter, die verstehen gar kein Deutsch. Ja, ich bin auch hier. Wir Ach, lernen Deutsch. ja, nee, gut, okay. Ihre Mitarbeiterin Ja. hat kein Deutsch gesprochen. So, Ihre Mitarbeiterin hat mir eine, Ja. Ihre Mitarbeiterin hat mir eine Webseite diktiert. Ja. Wenscapital.com. Lassen Sie mich bitte Ja. ausreden. Lassen Sie mich bitte ausreden. Und diese Webseite. Nein, Sie können Hallo, wieder noch einmal hallo, versuchen. Hallo, hallo, hören Sie warum? zu, Was hören ist Sie das zu. Problem für Sie? Ja, Hallo, Herr natürlich, Sie Mayer, sind ein was ist das Problem. Problem? Sie sind ein Problem. Genau, Sie verstehen Sie genauso haben auf wenig. unserer Plattform registriert. Sie Nein, haben kann ein ich doch gar Artikel im nicht. Wie Internet denn? gesehen und Sie sich haben doch gar keine registriert. Plattform. Sie haben doch gar keine Plattform. Wir haben alle Informationen, Herr Sie Mayer. haben gar keine Plattform. Was passiert? Warum? Warum? Warum, warum? Weil du kein Deutsch sprichst. Warum, Was ist das warum? Problem für Sie? Sie haben registriert auf unserer Plattform Ja, und wir rufen Sie an. dann schick mir doch mal eine E-Mail.
Okay, wir können das machen. Ja, genau, ich warte. Okay. Vielen Dank. Ja, ich warte auf Auf die E-Mail. Wiederhören. Hallo, ich warte auf die Ah, E-Mail. Ich warte auf die okay. E-Mail. Warten Sie bitte. Ja. Möchten Sie dieses Paket aktivieren? Dann wir können diese E-Mail schicken. Nein, ich möchte erst wissen, wie Ihre Firma Nein. ist und wo ich Okay, aktivieren kann. also Sie haben gar keine Plattform. Sie haben gar keine Webseite. unsere Plattform heißt Vens Capital Ja, Health. dann schicken Sie mir mal Sie den Link. haben auf unserer Schicken Sie Plattform registriert. mir mal den Link dazu. Einfach den Link zu Ihrer Plattform. Mein Gott, was sind das? Das ist doch unglaublich. Ehrlich gesagt hätte es mich auch gewundert, wenn eine so strunzdumme Person eine E-Mail versenden kann. Es kam nämlich keine Mail bei mir an. 3 Tage später kam der nächste Anruf. Hört euch nun an, ob die inzwischen schlauer geworden sind. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Herr Steffen? Bitte? Herr Steffen? Ich höre Sie kaum, Ihre Musik ist so laut. Hallo, hier ist Tanja Francisco vom Qualitätskontrollabteilung. Von wem bitte? Hallo? Hallo? Wer sind Sie und von wem sind Sie? Hallo. Können Sie mich hören? Kaum, weil die Hallo. Musik so laut ist. Hallo, hier ist Tanja Francisco vom Qualitätskontrollabteilung. Tanja Francisco von Qualitätskontrollabteilung. Wessen Qualitätskontrollieren Sie denn? Ja, ich bin Ihre Kundesberaterin. Wessen Qualität kontrollieren Sie denn? Ich rufe Sie an, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Welches Handelskonto? Sie haben Interesse an einem Handelskonto gezeigt. Wo war das? Sie haben in unserem Plattform registriert. Welche Plattform ist das? Qualitätskontrollabteilung. Ihre Plattform heißt Qualitätskontrollabteilung. Hallo. Unsere Plattform Vens Capital. Hallo? Wenns Kapital. Wie schreibt sich Ja. das? Das ist als Trading. Ja, wie schreibt sich Ihre Plattform? Vens Capital. Ja, wie schreibt sich das? Sie haben in unserer Plattform registriert. Hallo, wie schreibt sich das? Hallo. Buchstabieren. Hallo. Hallo. Sie haben Interesse in einem Handelskonto gezeigt? Nochmal die Frage. Wie schreibt sich Ihre Plattform? Bitte buchstabieren Sie Ihre Plattform. V E N Z P I T A L. Nochmal. VENZP wie Paula? C A Was? Nochmal bitte. H E N Z C A P I T A L. Wenns Kapital, richtig?
Ja, Genau, und richtig. dann .de oder .io. Ja, das ist eine gute Chance für jenen, Wie unsere bitte Plattform die zu Plattform? investieren. Hallo, bitte die Plattform. Wenn's Hallo? Capital.de.com. Was? .com? .com. .com. Ah, das hatten Sie ja noch nicht Ja. gesagt. Ja. Ja, warum sagen Sie sowas nicht? Sie haben indes in einem Handelskonto gezeigt? Warum sagen. Wennscapital.com. So, das mache ich jetzt mal auf, die Webseite. Haben Sie Erfahrungen mit Hallo? Handel? Hallo? Hallo? Ja, ich. Haben Sie Hallo, Erfahrungen mit Handel? hören Sie zu? Verstehen Sie meine Worte? Hallo? Verstehen Sie meine Worte? Wie bitte? Verstehen Sie meine Worte? Ja oder nein? Ja. Okay, die Webseite wennskapital.com gibt es nicht. Ja. Sie registrieren einen Nein, kann ich Plattform? nicht. Die Webseite wennskapital.com gibt es nicht. Ich habe sie gewollt, Wenskapital. ich, ja, Punkt com, ne? Ja. Ja, die Punkt. Webseite gibt es nicht. Ich Ja. habe, hallo, zuhören, nicht dazwischen Hallo. reden. Ja, hallo, verstehen Sie meine Worte Hallo. geistig oder? Ja. Ja, also Hallo. hört, jetzt hören Sie genau zu. Unsere Hören Sie doch mal zu. Plattform ist. Sie existiert Unsere nicht. Plattform ist. Hallo, hallo. Zu, Wenskapital, hallo. ja, Hallo. wennskapital.com. Wenskapital. Punkt. Und weiter? Hallo, aufwachen. Hallo. Punkt. Com. Ja. Wenskapital. Punkt. Com. So, jetzt hören Sie genau zu und unterbrechen Sie mich nicht. Ich wollte diese Webseite gerade aufrufen in meinem Browser. Es gibt keine Webseite wennskapital.com. Gibt es nicht. Das ist Es Handels.com. gibt keine Webseite wennskapital.com. Hallo? Hallo. Ich werde Ihnen helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Gut, schicken Sie mir mal eine E-Mail. Das muss ich etwas sagen. Bitte was? Hallo? Hallo. Sie haben Interesse an Hallo, schicke. einem Handelskonto Hallo, gezeigt? ich sage es nochmal. Schicken Sie mir eine E-Mail. Sie wissen, was Okay. E-Mail ist? Hallo. Hallo, ich lese. Hallo, hallo, hallo. Ja, wissen Sie, was eine E-Mail Ich ist? lasse erklären. Bitte. Wissen Ich Sie, was lasse eine E-Mail erklären. ist? Wissen Sie, was eine E-Mail ist? Hallo. Wir Hallo. bieten zwei Dienste. Hallo. Hallo. Verstehen Sie mich auch nur Hallo, ansatzweise? wir Nein, bieten zwei Dienste. ja, Sie verstehen mich überhaupt nicht. Wissen Sie, was eine E-Mail ist? Sie verstehen kein Wort Haben Deutsch. Sie Erfahrungen mit Handel? Hallo? Ich bin großer Hallo? Erfahrungssammler in Idiotensammeln und ich habe wieder einen Idioten am Telefon. Richtig, ne? Genau, ne? Wie viele Gewinne haben Sie schon bekommen? 10 Milliarden. Wie viele Gewinne haben Sie schon bekommen? 10 Milliarden, sagte ich gerade. Wie bitte? Ja, Sie verstehen sehr gutes Deutsch. Woher haben Sie Ihr Deutsch denn? Aus dem Kaugummiautomaten? Ja, ne? Sie sind ein Oh. Kaugummiautomatensprecher, ja? Okay.
Genau. Mit welchem Markt haben Sie schon investiert? Mit Vance Capital. Okay. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Betrüger, Betrüger. Wie bitte? Ja, genau, das bin ich. Hallo, wie bitte? Hallo, wie bitte? Ich bin Was sind Sie Übersetzer. von Ich Beruf? bin Übersetzer. Ich übersetze Kakerlakensprache in Deutsch. Okay. Um ein Handelskonto zu öffnen, sollen Sie direkt ein Einkommen haben oder Ersparnisse verfügen. Okay? Okay. Und wie viel Einkommen ungefähr bekommen Sie pro Monat? 40.000 Euro. Sie sind unverzüglich aus Deutschland? Ich bin, was bin ich? Sie sind nativ aus Deutschland? Nativ? Ich bin nativ. Nein, ich bin Deutscher. Ich bin nicht nativ. Ich bin Deutscher. Okay. Wir bieten zwei Dienste. Hallo? Ja. Können Sie mich hören? Ja, gut verstehen zwar nicht, aber hören kann ich Sie gut. Können Sie mich Wir auch bieten hören? zwei Dienste. Können Sie mich auch Ja, hören oder ich verstehen Sie mich höre. auch? Verstehen Sie mich Ich auch so geistig? verstehe. Verstehen Sie mich auch so geistig? Können Sie mir geistig folgen? Ja, wir bieten zwei Dienste. Ja, zwei Dienste. Sie sind ein Finanzberatung, Dienstleister. AI-Software. Ja. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Finanzberater und mit dem AI-Software weiterzumachen. Okay, machen wir. Finanzberater ist Ihr persönlicher Berater und er arbeitet mit Ihnen in ganzer Zeit und er hat die Erfahrungen mit Handel mit 10 Jahren und er zeigt und folgt Ihnen, Ja, wie Sie eine gute Gewinnung bekommen können. sehr gut. Übrigens, ich finde es faszinierend, wie Sie sich so äußern können, ohne sich das Gehirn zu brechen. Klasse, hervorragend, ganz toller Service. Sie haben die Möglichkeit mit 250 € anzufangen. Ja, na toll, klasse, prima. Wollen. Bitte? Wollen Sie Ihre Handelskontos aktivieren? Genau, das möchte ich gerne. Und wir haben drei Pakete. Was haben Okay? Sie? Drei Drei Fahrkarten? Pakete. Ja. Ah ja, drei Unser Fahrkarten, erstes okay. Paket ist 250 €. Das hatten wir doch schon gerade geklärt. Mache ich. 250 Euro. Ja, von diesem Paket können Sie ungefähr 10 bis 15 € gewinnen bekommen. Täglich. Ja, Okay? toll. Unser zweites Paket ist 500 Euro. Okay. Okay. Von diesem Paket können Sie ungefähr auch 25 € gewinnen bekommen. Ja. Hallo? Mit welchem Paket möchten Sie anfangen? 250 Euro, sagte ich bereits. Wenn es Ihre geistige Beachtung nicht zulässt, 500 €. Sie möchten? was bitte? Sie möchten anfangen mit 500 €? Nein, 250.
Wie bitte? Ja, 500. 500 Euro. Genau. Bin ich richtig? Ja, ich habe es noch gar nicht gesagt. Stimmt, richtig, ich habe es ja noch gar nicht erwähnt. Genau, ja. Möchten Sie Ihre Kontos eröffnen? Das habe ich bis jetzt schon drei oder viermal gesagt, aber das kommt bei Ihnen ja nicht an. Aber ja, möchte ich. Okay. Und nun? Hallo? Warten Sie bitte. Natürlich, nichts ist mir lieber als auf Vents Capital zu warten. Vielleicht können Sie ja in der Zwischenzeit Ihre eigene Webseite erstmal erstellen. Aber ich warte gerne. Wie lange muss ich denn warten? Muss jetzt der Speicher nachgeladen werden, weil die Worte verbraucht sind und jetzt erstmal nachgeguckt werden muss, wie die nächsten Sachen auf dem Skript stehen? Oder warum ist das so, dauert das so lange? Oder sind Sie gerade in Ohnmacht gefallen? Kann ja auch sein. Sie ist raus. Oh, Scheiße. Gut, dass mein Kopf festgewachsen ist. Sonst wäre er mir beim ungläubigen Kopfschütteln ob der grandiosen Leistung der Betrügerin vom Hals gefallen. Einige Tage später erhielt ich ja doch eine E-Mail und nun weiß ich auch deren Trading-Webseite, denn die war nicht ventscapital.com, sondern ventscapital.pro. Die Mail habe ich natürlich bestätigt und um die Zugangsdaten zum Trading-Konto und die Bankdaten gebeten. Bis dato kam keine Antwort. Falls doch noch etwas kommt, könnte der Spaß weitergehen. Bis dann oder bis zum nächsten Video. Habt nette Menschen um euch und bleibt immer neugierig. Euer Callcenter-Crasher. Tatsächlich ging der Spaß weiter. Nachdem ich das Video geschnitten hatte, kamen sechs E-Mails, in denen die mich um ein Telefonat baten. Hier also die Anrufe. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo, hier ist Tanja Francisco vom Kurdes-Controller-Abteilung. Ich Von bin Ihre wem? Kundenberaterin. Wie bitte? Von wem sind Sie? Ich bin Ihre Kundenberaterin. Meine Ich Kundenberaterin. rufe Sie an, so, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Okay? Von welcher Firma sind Sie? Hallo, wie bitte? Machen Sie bitte die Musik aus, ich verstehe Sie kaum. Okay, Sie haben Interesse an einem Handelskonto gezeigt Entschuldigung, und ich Sie haben verstehe Sie ihn. kaum. Machen Sie bitte die Musik aus. Okay. Können Sie nicht hören? Nein, ich höre Sie nicht. Die Musik ist zu laut. Okay. Es tut mir leid. Wir sind eine große Firma. Wir haben viele Kolleginnen. Musik ist unsere Motivation, okay? Ja, aber die Entschuldigung. Motivation sollte sein, Geld zu verdienen und nicht Ihre Kunden mit Musik zu stören. Es tut mir leid. Sie haben Interesse an einem Handelskonto gezeigt und Sie haben in unserer Plattform registriert, okay? In welcher Plattform? Wenns Kapital. Wie heißt die? Hallo? Wie bitte? Wie heißt diese Plattform? Wenns Kapital. Okay. Okay. Kenn ich gar nicht. Haben Sie Erfahrung?
Kenne ich Okay, gar nicht. habe ich Können die Sie mir Erfahrung? mal Ihre Webseite buchstabieren, dass ich mir die mal ansehen kann? Das ist unsere Firma, okay? Vens Capital. Ja, können Sie das bitte buchstabieren, dass ich mir die Webseite, Ihre Okay. Webseite anhören kann, anschauen kann? Okay. Hallo? Hallo? Ja, hallo, V Ja? E N. Hallo. Ja, hallo, Sie müssen schon weiterreden. VENZ. Bitte was? Übset? C. Was heißt Übset? Hallo, Ihr Telefon ist kaputt, ich höre Ja, Sie nicht Z. mehr. Ja, Z. VENZ. Hallo. Hallo, wenn Sie nicht weiterreden, kann ich keine Webseite aufrufen. Aber Sie haben registriert, okay? Deshalb wir rufen Sie an, okay? Ja, was denn jetzt okay? Nennen Sie mir jetzt Ihre Webseite oder nicht? Aber Sie haben registriert. Sie müssen sich nicht wiederholen. Ich habe mich auf mehreren Webseiten registriert. Welches ist jetzt Ihre? Vens Kapital. Ja, buchstabieren Sie das bitte mal. V. Okay. Ja, weiter. E. N. Z. T. A. P. I. T. A. L. So, dann versuchen wir das doch mal. Nochmal Nein, buchstabieren. ich sagte gerade, ich versuche das gerade mal. Kapital. Und wie geht's weiter? E. V. E. N. Z. T. C. Bitte? C. VENZKCC? Hallo? Hallo. Ja, Sie müssen nicht Ja. dauernd Hallo sagen. Buchstabieren Sie es doch mal bis zum Ende durch. Okay, beruhigt sein. Bitte? V. E. N. Z. C. A. P. I. T. A. L. Und dann Jetzt können Sie .com oder .de oder was? .com. .com. Gut, dann kann ich jetzt mal die Webseite aufrufen. Ja, klar. Bitte? Hallo. Bitte? Ja, Sie müssen nicht dauernd Hello sagen. Was haben Sie denn eben gesagt? Ja, Sie haben Interesse an einem Handelskonto gezeigt, okay? Und Sie haben nun unsere Plattform registriert. Ja, ich habe gerade versucht, die Webseite venscapital.com aufzurufen. Die existiert nicht. Hallo, Ihr Telefon ist wieder kaputt. Hallo. Hallo. Hallo, Sie haben Artikel im Internet gesehen? Hallo. Ja, Ich habe. hallo, können Sie nicht? Hallo. Verstehen Sie ein Wort von dem, was ich sage? Ja. Was habe ich denn gerade gesagt? Ja. Was habe ich gerade gesagt? Aber Sie haben registriert, Was okay? habe ich? Ich habe jetzt gerade gefragt. Was habe ich gesagt? Okay, wie bitte?
Können Sie noch mal sagen? Sie verstehen also kein Wort von dem, was ich sage. Ich habe gerade versucht, VenceCapital.com aufzurufen. Diese Webseite existiert nicht. Die wird von keinem Browser gefunden. Okay. Machen Sie bitte mal die Musik leise, es ist störend. Hallo, Ihr Telefon ist wieder kaputt. Hallo. Hallo, aufwachen. Hallo. Ja. Machen Sie mal die Musik aus, es ist sehr laut. Sie haben. Machen Sie erstmal die Musik aus, bitte. Erstmal die Musik aus. Es tut mir leid, ich kann nichts machen. Sie können nichts machen bei dem Krach. Gut, okay. Ja. Was ist jetzt mit Ihrer Webseite? VenceCapital. Ja, VenceCapital.com. Die Seite existiert. Ja. Lass mich ausreden. Die Webseite existiert nicht im Internet. Geben Sie mal Ihr Buch, machen Sie mal Ihren Browser auf. Hallo. Warten Sie bitte. Worauf soll ich warten? Auf geistige Eingebung bei Ihnen? Hallo, Sie haben gesehen, ist fort5.com. Bitte was? Ist fort5.com. Ich habe gesehen, VenceCapital.com, okay. Die Seite gibt es nicht. Nein. Wie soll ich Sie mich, haben gesehen, wie, hallo, diese, hallo, wie ja, soll ich mich ja. eingetragen haben sollen bei einer Webseite, die gar nicht im Internet existiert? Wie soll ich das gemacht haben? Aber Sie haben registriert, okay? Aber nicht bei VenceCapital.com. Ohne seine Information, wir rufen Sie nicht, okay? Bitte? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Sie haben registriert, deshalb haben wir rufen Sie an. Ja. Ohne seine Information, wir ohne rufen was, Sie bitte? Nicht. Sie, ich verstehe Sie nicht. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Aber Sie haben registriert. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja. Gut, dann geben Sie mir denjenigen bitte. Okay, ich schicke ein E-Mail. Nein, ich möchte mit jemandem sprechen, der Deutsch spricht. Okay, warten Sie bitte. Okay, ich gebe meine Kollegin. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, hier ist Liana Mühle vom Qualitätskontrollabteilung. Sie haben registriert unsere Plattform her, ja? Sie sprechen Ihre ja auch, Name ist Sie sprechen ja auch nicht besser Deutsch. Ja, wir lernen Deutsch, ja? Hallo, freundlich. Mal ein bisschen freundlicheren Ton. Warten Sie bitte. Nein, ich warte nicht. Worauf soll ich warten? Aber Sie können verstehen. Worauf ja, soll ich warten? Worauf soll ich warten? Okay, können Sie bitte sagen? Was denn? Können Sie bitte sagen, wollen Was Sie denn? Diese aktivieren machen oder? Wollen Sie diese aktivieren machen oder nicht? Natürlich. Sie haben registriert auf unserer Plattform. Und die heißt? Bitte? Und wie heißt diese Plattform? Unsere Plattform heißt VenceCapital. Sie haben registriert auf unserer Hallo. Plattform, ja? Hallo. Wir haben Hallo. Eine Daten. Hallo. Wenn, ja, bitte sagen. Ja, wenn Sie mal Pause machen würden und nicht pausenlos reden würden. Sie sagten VenceCapital.com, richtig?
Ja, wenskapital.com. Ja, haben Sie mal einen Browser? Öffnen Sie mal einen Browser. Bitte? Öffnen Sie mal einen Browser. Ja, ich öffne. Ja, dann geben Ich Sie mal, schon öffne. hallo, dann geben Sie mal oben ein. Wenscapital.com. Herr, Sie haben Hören Sie mal, registriert. Wir mach, haben alle Daten. hallo, hallo, Ihr Name machen Sie ist doch Steffen einfach mal Meyer, das, ja? was ich Ihnen sage. Ihre Webseite Wenscapital.com existiert nicht im Internet. Sie haben registriert schon. Wir haben alle Hallo, Daten. Ohne seine verstehen Sie auch nur Informationen. ansatzweise, was ich gesagt habe? Ja, ich kann Ja, verstehen. dann Ich machen kann Sie das doch verstehen. mal. Dann machen Sie das doch mal, was ich gesagt habe. Ja, ich mache. Ich Ja, gut, mache. Ich okay. mache das. Ja, dann los. Müssen Sie diese Aktivierung machen? Hallo, haben Sie das gemacht, was ich gesagt habe? Ja, ich gemacht. Und ja, was haben Sie denn jetzt gemacht? Was Sie sagen? Ja, was habe ich denn gesagt? Weiß, ja? Ja, Warum aber du sagen? weißt nicht. Was habe ich denn Ja, gesagt? ich weiß. Ja, was habe ich denn gesagt? Dann sag's doch. Na, was denn? Ja, ich kann sehen, unsere Plattform. Und die URL ist wenscapital.com, richtig? Ja, Sie richtig. ja, Sie lügen. Das ist richtig. Sie lügen. Okay, können Sie mir sagen, ohne seine Informationen, wie rufen ich? Ja, ohne seine Informationen, wie Ich rufen habe ich? Wir mich, haben alle Daten. Sie ja, haben Sie schon haben, registriert, Sie ja, ha, okay? ja, wenn Sie einfach mal den Mund halten, dann könnte ich auch antworten. Halten Sie jetzt den Mund und ich kann antworten oder wollen Sie weiterreden? Nein, ich möchte wissen, wollen Sie diese Pakete aktivieren oder nicht? Was für ein Paket? Ich habe kein Post. Ja, wir haben drei Pakete, okay? Ja, aber Ihre Webseite wenscapital.com existiert nicht im Internet. Ja, Ja, richtig. Sie Die haben mit existiert richtig. einer Source, Ja, sie warten Sie bitte. existiert. Sie Nein, ich haben warte jetzt eine nicht. Source Ich registriert, ja, warte jetzt nicht mehr. Ich warte Xbox.com. jetzt nicht mehr. Sie sind einfach zu dumm, um auch nur ein deutsches Wort zu verstehen. Das sind Sie. Die Webseite wenscapital. Ach ja, ist schon zu Ende. Ja, bitte. Hallo, einen schönen guten Tag. Guten Hier ist Tag. Blanca Munzer. Ich bin die Vorgesetzte von Tania Francisco. Spreche ich mit Herrn, Moment. Herr Meier. Richtig. Super. Schön, dass ich Sie erreiche. Ich habe Sie jetzt schon oft versucht anzurufen, aber leider konnte ich Sie Wann nicht erreichen. haben Sie mich angerufen? Ich habe heute schon einen Moment, ich kann es Ihnen sagen. Ich habe Sie gestern einmal angerufen, am 20. einmal angerufen und heute um genau so vor einer Stunde habe ich Nee. auch nochmal angerufen. Nee. Genau auf die gleiche Nummer. Ja, Dreimal komisch. habe ich dich, habe sie, ja. Aber ist ja gut, wir haben sie ja jetzt erreicht. Das ist Gut. ja gut. Ja, also es geht ja um eine Aktivierung Ihres Handelskontos, ja? Sie hatten schon mit unseren Kolleginnen gesprochen wegen der Aktivierung und dann hatten wir sie ja leider nicht erreicht. Deswegen hatte meine Kollegin Ihnen nochmal eine E-Mail geschickt gehabt und Sie haben per E-Mail kommuniziert. Das ist so, dass wir ein Profil von Ihnen fertig machen möchten und deswegen haben wir auch nach einem Telefongespräch gefragt. Ja, ist ja gut, Und aber Sie hatten gesagt, dass Sie. ich hatte mit Ihren Bitte. Kolleginnen, die allesamt sehr schlecht Deutsch sprachen und mich gar nicht verstanden haben, habe ich ja im Prinzip alles geklärt, aber die haben nichts verstanden. Also. Okay, jetzt bin ich ja da, deswegen möchte ich das nochmal mit Ihnen besprechen. Gut, Und ich dann hoffe, Sie los. verstehen mich auch in Ordnung. Es ist, so, ja. Also, Sie hatten sich registriert für ein Handelskonto und haben sich erfolgreich registriert. Und ich bin halt jetzt die Beraterin, um dieses Konto zu aktivieren. Sie hatten sich über spotpump.com haben Sie Interesse gezeigt an einem Handelskonto, ja? Und es ist jetzt so, dass Sie die Aktivierung gerne machen können. Dazu erhalten Sie halt einige Informationen auch und
Und um auch Ihr Profil fertig zu machen, brauchen wir einige Informationen von Ihnen, Herr Meier. Die da wären? Ja, also haben Sie denn schon Erfahrungen in diesem Bereich, halt Handelskonto, Handeln, Finanzmarkt, haben Sie schon mal gehandelt oder hatten Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? Okay, wie ist Ihre Erfahrung? Gut. Haben Sie gute Erfahrungen, ja? Ja, sagte ich. Okay, super. Also wir haben hier drei verschiedene Beträge, mit denen Sie das Konto aktivieren können, entweder mit 250 Euro im Minimumbetrag, dann haben wir 500 Euro und 1000 Euro. Bei 500 Euro und 1000 Euro bekommen Sie noch einen Bonus von unserer Seite, das heißt 30% bei jedem Aktivierungsprozess, sodass Sie auf jeden Fall einen Finanzberater erhalten. Wir haben aber auch diese künstliche Intelligenz, dieses AI-Software, was wir anbieten zurzeit. Das ist dieses automatische automatisiertes System, wo die Applikationen automatisch laufen werden. Halb automatisiert heißt was? Das heißt, das ist so ein automatisches System, wo die Applikationen eingeschaltet werden und die Gewinne automatisch dann laufen werden. Aber Sie sagen noch halbautomatisches System. Ja, da wird aber auch noch ein Experte dabei sein, falls in dem System irgendwas ist, dass der SEMA benachrichtigt. Ja, der hat das dann unter der Kontrolle und Sie können immer jederzeit sich da einloggen und das sich auch ansehen, wenn da was sein sollte, dass er Sie auch erreichen kann sofort oder Sie ihn erreichen können. Ja. Okay. Und was ist das für ein System? Ist das auf Basis eines Metatrader? Ja, es ist das heißt AI-Software. Das ist eine Software. Da werden die Applikationen automatisch eingestellt und eingerichtet und die Gewinne werden dann automatisch erzielt. Und dann haben wir in dem System auch noch einen Punkt, wo, wenn das System sieht, dass gerade BTC oder Krypto oder Rohstoffe in Minus geht, dann wird das Handeln gestoppt, dass sie nicht in Verlust gehen. Ja, dann kann es ja nicht der Metatrader sein. Sie sagten, als ich gefragt habe, ist das auf Basis eines Metatrader, haben Sie Ja gesagt. AI-Software, habe ich gesagt. Sie haben ja gesagt, als ich fragte, ist das auf Basis eines Metatrader. Herr Meier, ich bin ganz, ja, okay, warten Sie bitte. Vor allem bitte unterbrechen Sie mich nicht, wenn Sie unterbrechen mich dauernd. Wenn ich mit Ihnen am Reden bin. Ja, ich habe doch, Sie haben mich was gefragt. Sie haben mich etwas gefragt und ich habe geantwortet. Und Sie haben meine Antwort gar nicht interessiert. Also, wie geht's jetzt weiter? Ja, wir haben drei verschiedene Beträge, mit denen Sie das Konto aktivieren können. Das ist einmal 250, 500 und 1000. Mit welchem Betrag würden Sie gerne anfangen? Ja, erstmal weiß ich über Ihre Firma ja noch gar nichts. Ich werde nicht irgendwo Geld überweisen, wenn ich über Ihre Firma noch gar nichts weiß. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass Sie jetzt sofort überweisen sollen. Ich habe nur gefragt, mit welchem Konto Sie das aktivieren würden. Das habe ich noch nicht festgelegt. Okay, gut. Was möchten Sie noch gerne wissen? Was haben Sie noch für Fragen, Herr Meier? Ja, Ihre Webseite habe ich jetzt aus Ihrer Mail erst gesehen. Ihre Kolleginnen sagten immer venscapital.com und diese Webseite existiert. Hallo, Sie haben mich wieder nicht ausreden lassen. Sie haben mich wieder nicht ausreden lassen. Ist das so Usus bei Ihnen, dass Sie die Kunden unterbrechen? Warum sind Sie überhaupt so unfreundlich, Herr Meier? Sie unterbrechen mich doch dauernd. Nein, Sie regen sich die ganze Zeit auf. Ich rege mich doch gar nicht auf. Wenn Sie wollen, dass ich mich aufrege, dann kann ich das gerne machen. Ich habe eine Antwort gemacht und Sie haben mich unterbrochen. Also, darf ich es nochmal sagen? Ihre Kollegen haben dauernd gesagt, venscapital.com und die Webseite venscapital.com existiert gar nicht im Internet. Das haben Ihre Kolleginnen alle, Sie haben mich schon wieder unterbrochen. Können Sie nicht einfach mal zuhören? Sie haben mit einer einzigen Kollegin von mir gesprochen. Nein, ich habe mehrfach mit Ihren Kolleginnen gesprochen. Können Sie mir die Namen bitte sagen? Nee, kann ich nicht, weil so undeutlich gesprochen wurde und so schlechtes Deutsch. Das kann nicht sein, dass das jemand von uns war. Also diejenige, die mit Ihnen von E-Mail geschrieben hat, war die Tanja Francisco. Das war diejenige, die mit Ihnen geschrieben hat. Das ist meine Auszubildende, die jetzt seit einem Jahr erst bei uns ist. Es kann sein, dass sie, also venscapital.pro ist die Seite, ja? Ja, gut. Ich habe schon etliche Telefonate mit Ihrer Firma. Immer venscapital.com. Immer. Das kann nicht sein, weil sonst hätte ich das im System, sehe ich, wie oft Sie angerufen worden sind. Wir haben ein Profil am Laufen und wir sehen das hier alles. Hm. Wer Sie wann anruft und wie das alles läuft. Wir haben ein Profil für Sie hier. Ich habe ja auch mitgeschrieben. Machen Sie weiter, bitte. Gut.
Also, Ihre Firma. Wie lange existiert Ihre Firma? Ist sie am Markt? Wir sind am Markt schon mehr als 5 Jahre, sind wir in diesem Markt drinne und arbeiten schon mit zahlreichen Kunden. Ah ja, das kann ich ja, ist ja kein Okay. Problem. Gut, ich schaue mir gerade noch mal Ihre Seite an. Kapitel.pro, sagten Sie. So, dann schauen wir doch noch mal, damit ich da auf dem neuesten Stand bin. Das ist ja wichtig, wenn es um Geld geht. So, Ja, okay. Wie genau. lange Sie sind Sie am sollten auch Markt? sicher sein. Mehr als 5 Jahre sind wir schon am Markt. Ah ja, ich sehe das gerade. Okay. Ja, hervorragend. Und wo ist der Sitz Ihrer Firma? Unser Hauptsitz ist in England. Wir haben auch Abteilungen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Wir sind ein internationales Das Unternehmen. hatte ich nicht Wir gefragt. Ich haben hatte auch. nach dem Hauptsitz gefragt. Also Okay, in. ich habe Ihnen aber zusätzliche Informationen noch dazu gegeben. Tut mir leid. Okay, gut. Ja, Also, Hauptsitz ist in England. in Ja, genau. England. Ja. Sie sind eine Trading-Plattform. Sie sind also ein Finanzdienstleister, richtig? Ja. Okay, wo sind Sie dann reguliert? In England direkt. Ja, bei wem? Bei der Finanzfachaufsichtsbehörde, FCA. Okay, gut, sehr schön. Dann können Sie mir mal sicherlich Ihre Referenznummer bei der FCA nennen. Kann ich Ihnen gerne per E-Mail gleich Nö, das zusenden, alle, können Sie mir einfach Informationen. so senden. Wir geben Oder das nicht einfach, durchs Telefon. Ich werde warum Ihnen diese nicht? Lizenz zusenden. Können Sie gerne sich ansehen, diese Lizenz. Ja, dann senden Sie, ich Mit der warte. registrierten Nummer. Ja. Ich Würde ich warte. Ihnen auf jeden Fall nach dem Anruf senden, dann Nee, können Sie das mir könnte gerne zurückschreiben. ich warte jetzt auf diese E-Mail, Ich während Sie habe am noch Telefon sind. weitere Gespräche. Ich wollte Ah nur das ja. Ganze mit Ihnen abklären. Und dann können Sie mir gerne per E-Mail zurückschreiben. Wir können das dann schriftlich weitermachen, Herr Ja, Meier, wie, ja? wie war Weil denn ich das? habe noch weitere Aktivierungen. Bitte? Ach, Sie wollen keine Kundengespräche. Okay, kein Problem, dann legen Sie Nee, auf. Kein Problem. weil ein Kunde wie Sie brauchen wir nicht bei uns in der Filiale, weil Ja, das ich ist ein weiß, bisschen ich unangenehm weiß, ich gerade mit weiß Ihnen. Ja, ich warum. wünsche Ihnen Ich alles weiß, Sie Gute. sind eine Betrügerin. Wie hat die äußerst höfliche Betrügerin doch gesagt, man hätte mich nur einmal angerufen? Ihr habt ja nun gehört, wie viele der Telefonate es wirklich waren. Wie immer, wenn es an die Fragen der Regulierung geht, haben die plötzlich keine Zeit mehr und flüchten, bevor man ihnen Beweise liefern kann, wie oft sie gelogen haben. Wenscapital.com steht zum Verkauf und Wenscapital.pro wurde erst am 23. Mai 2023 registriert und ist nicht über 5 Jahre alt. Ich gehe nun davon aus, dass die mich nicht mehr anrufen und dass dieses Thema nun ein endgültiges Ende gefunden hat. Nun bleibt mir nur noch, mich noch einmal zu verabschieden. Bleibt mir gewogen, euer Callcenter-Kascher.